Am 18. Dezember 2019 gab es mitten in Großörner ein Jubiläum. Die Inhaberin des Salons Hagenau beging mit ihren Angestellten und Partnern sowie zahlreichen Kundinnen und Kunden das 20-jährige Bestehen ihrer Firma. Dabei gab es eigentlich keine große Feier. Die ist erst im Januar 2020 geplant. Trotzdem war es kein normaler Arbeitstag. In einem Fort kamen Gratulanten, brachten Blumen und Geschenke und nutzten die Gelegenheit, Danke zu sagen. Denn, und da waren sich alle einig, zum Friseur zu gehen ist Vertrauenssache. Inhaberin Kathleen Honigmann-Kopatz blickt mit Stolz, aber auch etwas Wehmut auf die vergangenen 20 Jahre zurück. Bei der Erinnerung an den ersten Tag wurde die taffe Frau fast ein wenig sentimental. Wir wollten eigentlich schon für eröffnen, war aber durch bauliche Hindernisse schwierig geworden und meine Kunden warteten, sie wollten Weihnachten alle schick sein und wir mussten uns beeilen. Also war der 18. Dezember anvisiert, ein Samstag. Es verzögerte sich weiterhin und wir mussten bis spät in der Nacht aufbauen, sauber machen. Zum Schluss waren wir früh um 4 fertig mit Putzen. Ich bin nach Hause, habe mich eine Stunde hingelegt, habe mich geduscht, fertig gemacht, bin auf Arbeit gefahren und von Stunde an, muss ich sagen, selbst dem Samstag, ich habe einen späten Nachmittag gearbeitet, weil wirklich schon viele Kunden da waren. Es war ein bewegender Moment, muss ich sagen, und den habe ich auch bis heute nicht vergessen. Ich kenne auch noch meine erste Kundin und ich weiß von dem Tag eigentlich noch alles. Und so bewegend, wie der Tag angefangen hat oder die Eröffnung angefangen hat, ging es auch eigentlich über die Jahre hinweg weiter. War einfach so. Also. Jetzt tragen Sie gerade Farbe auf. Ist es irgendwann mal langweilig geworden? Nee. Der Beruf kann nicht langweilig sein. Wer den Beruf mit Liebe macht und mit Herzblut, sage ich einfach, da kann da nicht langweilig sein. Wir haben ständig was Neues, wir haben neue Formen, wir haben neue Schnitte, wir haben Kunden, die Veränderungen möchten, neue Kunden. Und da ist nichts langweilig. Und ich liebe meinen Job. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste auch, um das durchzustehen. 20 Jahre muss man mit Liebe dabei sein. Bei allem eigentlich, nicht nur bei mir, das ist generell. Mit dem Erwerb des ehemaligen Sparkassengebäudes mitten in Großörner und dem Einzug in die neuen Räumlichkeiten erfüllte sich die Mitvierzigerin einen Traum. Alles, was die Schönheits- und Körperpflege betrifft, unter ihrem Dach. Fußpflege, Massagen, was Kosmetikbereich ist. Dann haben wir Nagelbereich. Dort arbeitet mittlerweile dann auch meine Tochter, die im Unternehmen ist, hat umgeschult. Die macht die Fingernägel in vielen schönen Varianten, in modernen Techniken, was nur eine Nagelverstärkung ist, was sehr gut heutzutage ankommt. Wo wirklich die Kunden ratzfatz einfach nur wie Nagellack aufgetragen wird und hält bis zu 4 Wochen. Also eine super Sache, man sieht ordentlich aus. Dann wir im Friseurbereich. Wir sind 4 Friseusen, Top-Team, alle zusammen. Wir sind im Farbbereich gut aufgestellt, sind ständig in Weiterbildungen unterwegs, sind im Schnittbereich. Wir machen auch Perücken, das heißt Zweithaarfrisuren auf Rezeptabrechnung, sind dort verbunden mit dem Epithelzentrum Erfurt angeschlossen. Dann haben wir auch bei uns mit dem Angebot die offene Bücherei. Das heißt, jeder oder viele Leute oder Leute können sich dort Bücher ausleihen. Das heißt, das ist wie ein Wechsel. Jemand stellt ein Buch rein und kann ein anderes dafür mitnehmen. Weil wir ja sowas
hier im Ort auch nicht mehr haben, wie früher Büchereien und Bibliotheken und sowas. Und viele Ältere, sage ich mal, kommen auch nicht mehr irgendwo hin, sich Bücher zu kaufen oder haben auch kein Internet. Deshalb haben wir uns das einfach einfallen lassen und haben eine offene Bücherei draußen im Foyer gemacht. Und das kommt wahnsinnig gut an. Ja, tolle Sache. Aber eins ist mir noch wichtig zu sagen, ich möchte mich wirklich bei meinem Team bedanken, bei allen Mitarbeitern, bei Doreen, bei Claudi, bei Janine, bei Sandy, bei Dani, die leider im Krankenstand ist, der wir gute Besserung wünschen. Bedanken, dass sie so mir zur Seite stehen, dass sie so mit dem Team verwachsen sind mittlerweile und ich einfach mit dem Team, ich sage mal, sehr zukunftsorientiert arbeiten kann. Sie sind jung, sie haben noch einen schönen Weg vor sich in dem Beruf und das ist wichtig und das finde ich genial heutzutage, weil es ist wahnsinnig schwierig, gutes Personal zu finden. Und da muss ich sagen, meine sind top. Alle Mädels waren auch auf der extra großen Geburtstagstorte verewigt, die die Chefin persönlich anschneiden und verteilen musste. Auch irgendwie zum Team gehört dabei immer noch Rosemarie Pfannschmidt, von allen nur Fanny genannt. Sie war während der Firmengründung vor 20 Jahren nicht nur Angestellte, sondern auch Kundenmagnet und Beraterin. Und dann zog aber auch schon wieder der Alltag ein, im Salon Hagenau, mit Waschen, Schneiden, Färben, Föhnen und.